Der größte Missbrauch ist, wenn von der Macht sie das Gewissen trennt. William Shakespeare. Alle Beleidigungen, gnädigster Herr, kommen von Herzen. William Shakespeare. Oh, verehrtes Auditorium, gestatten Sie mir bitte, meine Ausführungen noch mit zwei weiteren englischen Zitaten zu beginnen. For Brutus is an honorable man, so are they all honorable men. Und weiter, look you here, here is himself Caesar's card, as you see by traitors. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen sicher die berühmte Trauerrede des Marc Anton in Shakespeares Drama Julius Caesar. Nie zuvor und niemals mehr wurde Zynismus als politisches Handwerk gnadenloser und mit schöneren Worten besungen als von diesem genialen Dichter. Die Szene ist bekannt. Auf dem römischen Forum, ganz im Eindruck des eben ermordeten Caesar, zerlegt Antonius mit chirurgischer Präzision alle Motive, alle politische Begründung des Meuchlers Brutus und seines Ziehsohns Caesars und die seiner Mitverschwörer. Und je unleugbarer, je unausweichlicher bewiesen die Intrigen und Lügen der Verschwörer sind, desto eleganter, desto höflicher klingen Antonius immer wiederkehrende Grußadressen an den Verräter und dessen noble Mörderbande. Ich darf noch einmal etwas erweitert auf Deutsch zitieren. Doch Brutus sagt, dass er, Caesar, voll Herrschsucht war. Und war er das, so war es ein schwer Vergehen. Und schwer hat Caesar auch dafür gebüßt, hier mit des Brutus Willen. Schaut her, hier liegt er selbst, Caesar, geschändet von Verrätern, doch Brutus ist ein ehrenwerter Mann, das sind sie alle, alle ehrenwert. Look you here, here is himself Caesar's card, as you see by traitors. For Brutus is an honorable man, so are they all honorable men. Und so geht es weiter. Die Anschuldigungen werden immer erdrückender, die Schuld wird immer schwerer und in Marc Antons Rede werden immer ehrenwerter die Täter. Bis plötzlich die ehrenwerten Masken nicht mehr zu halten sind und die politische Stimmung und die Macht sich hin zu Antonius wendet. Schaut her, hier ist er selbst, Caesar, geschändet von Verrätern. Doch Brutus ist ein ehrenwerter Mann, das sind sie alle, alle ehrenwert. Sie werden fragen, meine Damen und Herren, warum dieser kurze Ausflug in die Weltliteratur? Die Antwort ist ganz einfach. Wir, insbesondere ich, haben von Shakespeare und von dessen durch Marc Anton verkörperten politischen Genius zu lernen. Viel zu lernen. Denn in einem Monat muss ich mich vor Gericht verantworten, der Vorsitzende des BUND, also des Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland, mein ehemaliger Kollege Professor Hubert Weiger, hat mich verklagt. 310 Seiten Klageschrift inklusive Anlagen, wegen Persönlichkeitsverletzungen auf Unterlassung falscher Behauptungen. Ich glaube, und vor meinem Gewissen bin ich mir ganz sicher, nichts Falsches gesagt zu haben. Denke aber, ich vergaß nur in meinem Kampf gegen diese Gesellschaft, genau die Gesellschaft, gegen die Sie auch hier alle im Saal kämpfen, gegen diese Gesellschaft, die unsere deutsche Heimat und ihre unvergleichliche Natur und Landschaften schändet und unwiederbringlich zerstört. Ich vergaß eingedenk der zitierten Trauerrede, diese Gesellschaft eine Ehrenwerte zu nennen. Mit dem Format eines
von Shakespeare erschaffenen Antonius könnten wir, könnte dann vielleicht sogar ich die furchtbaren Wahrheiten gefahrloser aussprechen und vielleicht könnten wir dann ebenfalls auf einer Woche Erwachen des Volkes und eine Hinwendung der Macht zur Wahrheit hoffen. Aber leider sind wir keine Shakespeare, keine Antonii, so bleibt uns nichts, als mit deren glühender Sprache in etwa zu sagen, look you here, here is itself our nature's card, as you see by traitors, for Vader is an honorable man, so are they all honorable men. Hier liegt sie selbst, unsere Natur, geschändet von Verwertung. Doch Weiger ist ein ehrenwerter Mann, so sind sie alle ehrenwert. Am Samstag, den 23. Januar, just am selben Tag, als ich diese Rede zu schreiben begann, fand sich in den Zeitungen eine gemeinsame, ich wiederhole, gemeinsame Erklärung des Bund Umwelt- und Naturschutz und des Bundesverbandes Windenergie. Sie müssen nämlich wissen, mir soll die Behauptung untersagt werden, führende Persönlichkeiten des Bund Umwelt- und Naturschutz arbeiten für Windkraftlobby. Und mir soll weiterhin untersagt werden, die Windkraftlobby und der Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschlands seien verquickt. In der Erklärung also vom 23. Januar verlautet Professor Hubert Weiger, der Beschluss des Pariser Weltklimagipfels zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad erfordert auch in Deutschland weit größere Anstrengungen der Klima- und Energiepolitik als bisher. Wir hören dazu Professor Sitten. Eine ehrenwerte lapidare Feststellung des ehrenwerten Vorsitzenden des BUND, die im Grundsatz ihrer ABC-Schütze und auch ich blind unterscheiden könnten, ja, würde dieses hohe Ziel mit dem bislang kontraproduktiven EEG und dessen Windrad- und Photovoltaik-Wahnsinn erreicht werden. Es wird, Professor Sinn hat es uns dargelegt, niemals erreicht. Stattdessen werden aber im Gegenzug unsere wertvollsten Kulturlandschaften und deren weitgehend noch intakten ökologischen Systeme mit ihren immer noch berückenden Schönheiten endgültig vor die Hunde gehen. Und weiter heißt es in der gemeinsamen Erklärung des Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland, diesen Überschrift kann man sich nicht genug anhören, und des Bundesverbandes Windenergie, die Energiewende stehe an einem Scheideweg. Die Verbände, also ich darf es wieder wiederholen, also der Bund und der BWE, kritisieren gemeinsam vor allem den vorgesehenen Umstieg auf Ausschreibungen beim Grünstromausbau. Mit den geplanten Ausschreibungen sollen die Erneuerbaren insgesamt gedeckelt und die Windkraft an Land hart ausgebremst werden. Das könnte, so die beiden Verbände, zu höheren Kosten führen und Investoren abschrecken und so insgesamt der Energiewende schaden. Ende des Zitats. Und diesen Zusammenhang lässt sich auch BWE-Präsident, also Bund Windenergie-Präsident Hermann Albers weiter zitieren. Bürgerenergie und andere kleine Akteure hätten keine Chance mehr. Hermann Albers ist ein ehrenwerter Mann. Das sind Sie alle ehrenwert. Aber meine Damen und Herren, die vorsichtige Frage sei trotzdem erlaubt. Würde tatsächlich ein Umstieg auf Ausschreibungen beim sogenannten Grünstromausbau zu einer Deckelung der Erneuerbaren und zu einer harten Ausbremsung der Windkraft auf dem Land führen, das schließe ich leider aus, also aber würde es wenigstens eine kleine Bremse diesen Windfahren verlangsamen, was wir ja alle heiß ersehnen, läge dann nicht etwa die große Chance für die kleinen Akteure, die große Chance für die kleinen Leute auf dem Land gerade darin,
nicht mehr weiter auf diesen Renditen Lug und Trug hereinzufallen, nicht mehr mühsam erspartes treuen Glaubens im wahrsten Sinn des Wortes in den Wind zu schreiben. Denn die Ironie des Zufalls am gleichen Tag zu der gemeinsamen Erklärung des BUND und des BWE erfuhr man im ZDF von Bernhard Rahldorf, seines Zeichens kein geringerer als immerhin der Vorstand des Anlegerverbandes des Bundes Windenergie, dass 2/3 der Renditeerwartungen von der Windenergie nicht erfüllt werden könnten. Und ich füge hinzu, daher auch mit einem Rückfluss des angelegten Geldes der kleinen, braven Leute nicht zu rechnen sei. Erinnern Sie sich noch, meine Damen und Herren, an ein internes, nicht damals, nicht für die Öffentlichkeit gedachtes Papier des Bundesverbandes Windenergie, mit welchem im Jahr 2013 herauskam, dass für alle Windkraftanleger quer durch die Republik, vom hohen Norden bis zum tiefen Süden, im Schnitt nicht mehr als 2,5% Rendite erwirtschaftet würden. Wobei ein Fünftel der Betreiber nicht einmal die 2% Hürde schaffte. Und das vor Steuer und vor Inflation. Was im Klartext hieß und heißt und in Zukunft weiter heißen wird, die Anleger im windärmeren Süden müssen riesige Verluste verbuchen und die im Norden kämen gerade nochmal mit einem allerdings tiefblauen Auge davon. Nichts, meine Damen und Herren, hat sich an dieser Situation geändert. Wer bitte hätte dann nach den Worten des ehrenwerten Präsidenten Hermann Albers bei einer EEG-Reform keine Chancen mehr? Wer würde nach seinen Worten ausgebremst? Wirklich die kleinen Akteure? Wirklich die Bürgerenergie? Wirklich die berühmte Wertschöpfung auf dem Land, welcher weiterhin die anrührend väterliche Sorge des ehrenwerten Professor Hubert Weiger gilt? Die Wahrheit ist doch eine ganz andere. Die kleinen Bürgeranleger würden, wie gesagt, endlich nicht mehr betrogen. Und vielleicht würden ein paar unberührt verbliebene Mittelgebirgsrücken, vielleicht sogar das Weltnaturerbe um das Kreiner Eck von der brutalstmöglichen Grünindustrialisierung doch noch verschont. Nein, meine Damen und Herren, ausgebremst würden, wenn überhaupt, vielleicht endlich einmal die Profiteure, vielleicht endlich einmal die Projektierer, die Vertreiber und allen voraus, endlich die großgrundbesitzenden, selbsternannten, heldenhaften Klimaretter. Diese zu bedauernde, selbstverständlich aber ehrenwerte Gesellschaft müsste möglicherweise auf ein paar weitere leicht verdiente Millionen verzichten. Auf das Geld von Krankenschwestern, auf das Geld von Mindestlöhnern, von Hartz-IV-Empfängern, genau auf das Gasgeld von den anderen kleinen Leuten, denen jede Strompreiserhöhung existenzielle Schmerzen bereitet. Und ja, die ehrenwerten Herrschaften müssten vielleicht auch weiteren von deutschen Steuerzahlern subventionierten Millionen für ihr windiges Geschäft entsagen. Und wie viele Millionen Ausgleichszahlungen und sonstige Judaslöhnung dem einen oder dem anderen Naturschutzverband dabei durch die Lappen gingen, das will ich mir angesichts meines bevorstehenden Prozesses mit dem BUND heute nur einmal leise denken. Ist die Wahrheit. Das ist die Angst, die dieses spätkapitalistische Ausbeutersystem und seine Helfershelfer aus dem ehemalig ehrwürdigen deutschen Naturschutz, die heute weder vor Menschen noch vor Natur noch vor Kultur auch nur irgendeine Hemmung haben, umtreibt. So are they all. All honorable men. Eben sah ich die Metapher spätkapitalistisches Ausbeutersystem löst eben doch auch hier noch vereinzelt Kopfschütteln aus. Meine Damen und Herren,
Was sind denn die von ganz unten nach ganz oben umverteilten 23 Milliarden, die dieser widerwärtige Spuck die Bürger im Moment jährlich kostet? Was sind denn die anderes als modernstes, wirklich modernste Ausbeutung? Anderes als der größte aus meiner Sicht volkswirtschaftliche Skandal, den unsere Bundesrepublik seit der Zeit ihres Bestehens jemals erlebt hat. Nichts, meine Damen und Herren, glauben Sie mir, nichts liegt einem Gutenberg ferner als Klassenkampf. Und nichts liegt mir ferner, als die uns Deutsche oft nachgesagte Neiddiskussion zu schüren. Aber diese grün-roten Moralapostel und auch die anderen Parteien müssen sich schon mal fragen lassen, wie viel von ihrer vor sich hergetragenen Moral noch übrig ist und ob sie nicht gerade das System bedienen, um nicht gerade sagen, schmieren, gegen das zu kämpfen, sie einmal angetreten sind. Ich frage mich, wie sich diese Energiewende mit deren feierlich-sozialen Glaubensbekenntnissen tatsächlich verträgt. Und das erkläre uns Frau Dreyer, Herr Al-Wazir, die smarte Frau Lemke, wenn sich auch noch die offenen Summen der von den EEG-Umlagen befreiten Strom- und Stromgroßverbraucher auf den Stromrechnungen der alleinerziehenden Mütter und der anderen unterprivilegierten Gruppen unserer Gesellschaft anteilig wiederfinden. Das ist keine verantwortbare Energiepolitik und das ist schon gleich keine verantwortungsvolle Sozialpolitik. Das ist ein spätkapitalistischer, zum Himmel stinkender Skandal. Doch Al-Wazir, das ist ein ehrenwerter Mann. Das sind Sie alle ehrenwert. Und nur nebenbei bemerkt, als ich noch die Ehre hatte, als Vorstandsmitglied und Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats des Bund Umwelt und Naturschutz, dem Naturschutz, nein, nicht dem Bund, sondern mit dem Bund, dem Schutz der Natur zu dienen, mussten wir uns oft schweren Herzens verbieten, über Wertschöpfung auf dem Land genauer nachzudenken. Damals nämlich bedeutete Wertschöpfung auf dem Land in den meisten Fällen radikale Flurbereinigung, und damals wie heute radikale oder brutale Zersiedelung bäuerlicher Kulturlandschaft durch mittelständische Industriebetriebe. Dafür aber gab es und gibt es ganz im Gegensatz zu heute mit den Erneuerbaren tatsächlich Wertschöpfung auf dem Land, wenn auch zu einem dem genannten schlimmen Preis. Oje, fast hätte ich vergessen oder übersehen, doch. Wertschöpfung gibt es natürlich auf dem Land, und zwar sehr direkt durch die Windkraftindustrie. Meine Damen und Herren, es wurde noch nie so viel und so offen abgeschmiert wie während dieser genialen Energiewende. Professor Weiger, da haben Sie schon recht mit Ihrer Wertschöpfung auf dem Land. Und die genießen nicht nur Kommunalpolitiker, aber ich muss wieder leise denken. Ich jedenfalls wusste bis zu dieser Wende nicht, meine Damen und Herren, wie korrupt unser Land geworden ist. Gemessen an diesen damals unverzeihlichen Sünden sind die Heimsuchungen von heute Kriegsverbrechen in den widerlichen Vernichtungskampf unserer Endverbrauchergesellschaft gegen die uns eigene, uns schützende und uns immer noch nährende und identitätsstiftende Heimat und Natur.
Und allen voraus stürmen die ehrenwertesten grünen Spitzenpolitiker und die ehrenwertesten BUND-Funktionäre, um alles das ideologieverblendet wieder zu zerstören, was wir als deren Naturschutz-Altvordere zu schützen vor 50 Jahren einmal gegen den Rest der Welt ausgezogen sind. Mich bei diesen schrecklichen militärischen Ausdrücken bleiben. Die täglichen Frontabschnittsmeldungen aus ganz Deutschland sind der blanke Horror. Nichts mehr ist denen heilig. Nichts mehr ist sicher vor dieser paranoiden Zerstörungswut. Doch Freitag, den 12. Februar 2016, vor ein paar Tagen, wollte ich endgültig den eigenen Ohren und Augen nicht mehr trauen. An diesem Tag verkündete das Regierungspräsidium in Darmstadt kühn über die emissionsrechtliche Genehmigung von 4 Windkraftanlagen den Sofortvollzug der Hinrichtung des kleinen Ex bei Hirschhorn mitten, jetzt halten Sie sich fest, im EU-geschützten Flora-Fauna-Habitat-Gebiet, mitten im Weltnaturerbe im UNESCO-Geopark. Ich stelle ebenso kühl fest, diese Verbrechen an einem Weltnatur- und Kulturerbe wird von einer grünen Regierungspräsidentin, einer ehrenwerten Frau Brigitte Lindscheid, betrieben und gedeckt. Dieses Verbrechen wird im Übrigen als Initialzündung gewertet für das künftige Siechtum des immer noch mythisch verzaubernden Odenwaldes, dessen sanfte Rücken nämlich für 400 weitere Riesenwindmaschinen aufgerissen und industrialisiert werden soll. Und dass das auch geschieht, das lässt sich aus der trockenen Pressemitteilung dieser ehrenwerten Dame hochrechnen. Ich zitiere: Die Prüfung des Antrags der Betreiberfirma durch das Regierungspräsidium sowie die eingeholten Stellungnahmen haben ergeben, dass die Voraussetzungen nach dem Bundesemissionsgesetz erfüllt werden und damit Beeinträchtigungen durch die betreffende Anlage nicht zu erwarten sind. Meine Damen und Herren, zynischer kann man für die Zerstörung eines europäischen Schutzgebietes in einem UNESCO-Geopark nicht argumentieren. Der umfangreiche Genehmigungsbescheid enthält zahlreiche Auflagen, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen sorgen. Die Auflagen beschäftigen sich mit der Einhaltung der zulässigen Lärmgrenzwerte im Wald, der maximal möglichen Beschattungsdauer im Wald, dem Kranich- und Flehrformausvorkommen, das ist tatsächlich da und liegen, dem Eiswurf und mit dem Schutz und den Interessen der in der Nähe wohnenden Menschen. Wie bitte, ich darf wiederholen. Die Auflagen im europäischen Schutzgebiet im UNESCO-Geopark beschäftigen sich mit der Einhaltung der zulässigen Lärmgrenze, der maximal möglichen Beschattungsdauer, dem Kranich- und Fledermausvorkommen, dem Eiswurf und auch mit dem Schutz und den Interessen der in der Nähe wohnenden Menschen. Man könnte glauben, meine Damen und Herren, es handelt sich hier um die Genehmigung eines neuen Industriestandortes der Badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen, oder schon. Aber es handelt sich in Wahrheit um einen der schönsten, noch unberührten Flecken in Deutschlands Mittelgebirge. Ach ja, die Auflagen beschäftigen sich immerhin auch mit dem Schutz und
den Interessen der in der Nähe wohnenden Menschen. Den feinen Unterschied zwischen einer Beschäftigung mit dem Schutz von Menschen und deren Interessen, meine ich vielleicht schon, herausgehört zu haben. Und dem Schutz der Menschen, das ist ein großer Unterschied. Und weiter heißt es in der regierungspräsidialen Windindustrie Baubegründung, ich zitiere weiter, die von Denkmalschutzseite, es handelt sich darum, das berühmte Hirschhornische Schloss, die von Denkmalschutzseite vorgebrachten Argumente, dass die Windkraftanlagen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Hirschhorner Gesamtanlage führen würden, sind vom Regierungspräsidium geprüft und bewertet worden. In der Abwägung kam das Präsidium aber zu dem Ergebnis, dass die Belange des Denkmalschutzes, und ich füge frech hinzu, auch die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes nicht höher zu bewerten sind als die Privilegierung der Windkraftanlagen im Außenbereich. Und ich füge erneut frech hinzu, die Natur-, Landschafts- und Denkmalbelange werden von Frau Lindscheid nicht höher bewertet als die Privilegierung der Profiteure, deren Taschen von den Stromrechnungen der kleinen Leute und mit unser aller Steuergelder überquellen. Und diese, meine Damen und Herren, zerstörerischen, nutzlos dummen Übersprungshandlungen, die weder den Klimawandel aufhalten, noch eine verlässliche Stromversorgung, wir haben den Professor Sinn gehört, der Bundesrepublik gewährleisten. Für die stehen Sie, Frau Präsidentin Lindscheid, zusammen mit den anderen eleganten Damen Lemke und Reier in der ersten und vordersten Reihe der verheerenden Totengräber unserer deutschen Landschaften und der geliebten Heimat unzähliger, fassungslos entsetzter und sprachloser Menschen. Ich bin mir ganz sicher, diese Damen werden dafür noch zur Rechenschaft gezogen. In jedem Fall aber, und zwar bald, von ihrem Gewissen. Doch die drei Damen sind auch ehrenwert. Das sind sie alle. Alle ehrenwert. Deutschland, meine Damen und Herren, wird, Gott sei es gedankt, immer noch der sofort ins Irrenhaus geschickt oder, wenn er Glück hat, nur ins Zuchthaus. Der in Frankfurter Städel oder in der alten Pinakothek zu München eine Altdorfer Landschaft mit Salzsäure übergießt. Ist es nicht ein noch viel anmaßenderer Frevel, die Kunstwerke dieser Schöpfung, unserer verbliebenen Heimat, mit Windrädern gänzlich zu ruinieren? Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dürfen das wohl auch noch. Von deren Minister hätten sie aber diese Gesetze nicht geändert, die müssten sitzen, meine Damen und Herren. Es ist so. Früher waren die Dinge, die die jetzt treiben, die waren Strafbestecker. Zu gerne hätte ich, ach nein, und warum ist von diesen Ehrenwerten heute niemand hier? Zu gerne, und ich hätte es getan, hätte ich den Ihren hessischen Ministerpräsidenten gefragt, ob er sich seiner selbst nicht schämt. Herr Bouffier, noch spätestens dann, wenn Ihr Minister Al-Wazir Sie öffentlich an grüner Leine Gassi führt. Kein Pfarrer, kein Bischof oder Kardinal die Hand
und hält den politischen Autoritäten den klaren Auftrag aus der Genesis vor, in der mit ehernen Lettern geschrieben steht, wir hätten Gottes Schöpfung zu bewahren. Vielleicht wenigstens einen UNESCO-Geopark. Aber ach, Entschuldigung, ich habe was übersehen. Die evangelische Kirche verdient doch, ja, und die katholische an vielen Ecken auch. Heute fand sich ein bewegender, bedrückend wissender Aufsatz von Tilman Sprenkelsen im Feuilleton der FAZ. Er beschreibt die hinreißenden klassizistischen, im Kölner Wallraf-Richartz-Museum ausgestellten Zeichnungen des Architekten Louis-François Cazalès, die schon 1775 schmerzlich belegen, was die IS-Terroristen der Welt in Palmyra für immer geraubt haben. Tilman Sprenkelsen beendet seinen wunderbaren Bericht mit einem Satz, Sie können das heute nachlesen, der mir im Kontext unseres Themas unvermittelt Tränen in die Augen schießen ließ. Ich zitiere: Von der Überwältigung durch das nie zuvor Gesehene sprechen seine Palmyra-Zeichnungen nicht. Aber von dem produktiven Spannungsverhältnis aus Anschauung und Imagination, dem sich Bilder verdanken, die in unerhörter Wucht von unserem Verlust erzählen. Ende des Zitates. Meine Damen und Herren, bald werden wir Caspar David Friedrich, Karus oder Dahl-Ausstellungen besuchen müssen, um in Wehmut und Schmerz die Bilder anzusehen, die in unerhörter Wucht uns von unseren Politikern zerstört werden. Ich will noch genauer werden. Von was für eiskalten Skrupel und kulturlosen Technokraten werden wir eigentlich regiert? Von welcher Religion eigentlich seid ihr Grünen verblendet? Und von welcher Ideologie ihr Naturschutzfunktionäre besetzt? Wisst ihr eigentlich, was ihr tut? Wacht endlich auf und messt euch selbst an eure Taten, wie ihr gnadenlos und oft mit Recht jahrzehntelang die anderen gemessen habt. Ich frage die smarte Frau Lemke, ob sie den von ihr geschundenen, zerstörten und jetzt endgültig ermordeten Hunsrück überhaupt schon einmal gesehen hat und für das, was da geschieht und weiter geschieht, erst heute Nacht sind Lastwagenkolonnen wieder ausgerückt und in den Hunsrück Wald gefahren, um das schaurige Werk der Frau Minister Lemke zu vollenden. Ihr seid nicht weniger barbarisch als die Bilderstürmer und Bücherverbrenner, die seit der Antike alle Jahrhunderte hindurch bis in die jüngste Vergangenheit und Gegenwart blind, wütend durch die Geschichte irren. Meine Damen und Herren, ich leiste mir das einfach zu sagen. Ob Al-Adre, Mosul oder Palmyra, ob Schwarzwald, Hunsrück oder Odenwald, diese Namen bedingen einander in der Zerstörung. Unbarmherziger, schöpfungs- und menschenverachtender Zugriff in unser aller Eigentum, unsere Heimat, in unsere Landschaften und in unsere Kultur ist nichts weniger als niederträchtig und gemein.
Ihr steckt mit eurer Windkraft durch Industrialisierung unserer verbliebenen Natur alles, aber auch alles in den Schatten, was uns die ersten 20 Wirtschaftswunderjahre, die ungebremste Wachstumspolitik in den 70ern bis 90ern, der Turbokapitalismus nach der Wende und schließlich die Globalisierung an schrecklichen Kollateralschäden in ganz Europa hinterlassen hat. Ihr seid die Schlimmsten von allen. Jawohl. Ihr seid der traurigste, der zynischste Treppenwitz der deutschen Naturgeschichtsgeschichte und einer vormals grünen Umweltpartei. Und persönlich möchte ich voller Trauer und mit nicht minderem Zorn anmerken, niemals hätte ich mir träumen lassen, einmal härter gegen den eigenen mitgegründeten Naturschutzverband von Figuren wie Cimek, Hubert Reinzel kämpfen zu müssen, als je gegen alle Umweltfrevel der letzten 50 Jahre in unserem Land. Und noch weniger war in meiner und meiner Freunde Vorstellungskraft, dass einmal unzählige zivilcouragierte Bürgerinitiativen ihre Heimat, ihre Wälder, ihre Tiere und ihren eigenen Lebensraum vor professionellen Natur- und Umweltschützern und vor grüner Politik schützen müssen. Meine Damen und Herren, vor etwa 4 Jahren begann ich, wie ein Verrückter durch die Republik zu fahren, von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen, um Reden zu halten gegen diesen Wahn. Diese Bürgerinitiative begannen damals mit 40 Menschen in irgendeiner kleinen Wirtschaft, mit 50 Menschen, mit 60. Mittlerweile spreche ich, gestern waren es glaube ich 700, vorgestern waren es 800, vor ein paar Wochen waren es 1500, heute ist der Saal voll. Ich finde es so großartig, dass dieser Spruch, mit dem damals die friedliche Revolution vor der Wende kam, wir sind das Volk, das ist ein sehr gefährliches Wort, aber Sie sind die Richtigen und ich danke Ihnen dafür. Sie haben Pech. Es geht noch weiter. Und komme uns nun niemand dieser ehrenwerten Gesellschaft und argumentiere mit CO2-Ausstoß und Klimawandel. Eigentlich ist es von mir hochmütig, auf den Professor Sinn noch etwas zu sagen. Aber ich mache es einfach auf. Sie müssen wissen, Musiker müssen in der Regel nur bis 4 zählen. Aber ein verlogeneres Argument für die Windkraft in Deutschland als Klimawandel kann es nicht geben. Die Zahlen sind in der Bevölkerung nicht bekannt. Aber die Herren Hubert Weiger, Al-Wazir, Damen Lemke, die kennen Sie. Im Jahr 2013 betrug der CO2-Ausstoß Deutschlands ganze 2,23% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und Professor Sinn hat es wunderbar dargestellt, aber ich finde mich in meiner Rede nicht zurecht, wenn ich das jetzt auslasse. Also, andersrum gesagt, 2013 pustete die Weltgemeinschaft ohne Deutschland 97,77% Kohlendioxid in die Atmosphäre. Und wir eben 2,23%. Wahrscheinlich auch zu viel, aber es ist doch ein Unterschied. Alleine diese Zahl rückt die Verhältnismäßigkeit unserer urdeutsch gefährlich, gründlich sogenannten Energiewende in ein neues, in ein lächerliches Licht.
Den Spott aber der anderen Länder, Sigmar Gabriel, brachte es in seiner berühmten Kasseler Rede auf den Punkt. Zitat: Die in Europa halten uns sowieso alle für bekloppt. Den Spott also handelt sich Deutschland spätestens aber dann endgültig ein, wenn man weiß, dass unsere Energiewirtschaft, unter die auch die Stromproduktion fällt, einen Anteil von 43% des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes hält. So liegt nach Adam Riese, wenn man diese 43% deutscher Energiewirtschaft von unseren 2,3% des weltweiten CO2-Anteils rechnet, dann liegt der Anteil unserer Energiewirtschaft unter 1%, weit unter 1% des weltweiten Kohlendioxidausstoßes. Unter 1%. Dafür, meine Damen und Herren, können wir doch unser Deutschland, wie sagte Herr Gabriel, doch nicht von irgendwelchen Bekloppten endgültig verhunzen lassen. Aber natürlich ist Frau Lemke eine ehrenwerte Frau und alle Grünen, sprechen Sie doch mal mit Ehre. Dass wir uns recht verstehen, meine Damen und Herren, wisst ihr, ich habe was übrig für Dramaturgie, ist doch klar. Dass wir uns recht verstehen, jede Tonne CO2 ist für unseren Planeten natürlich erst einmal zu viel. Aber erstens belegen die eben genannten Zahlen, dass diese sogenannte deutsche Energiewende zur Reduzierung des weltweiten CO2-Ausstoßes keinesfalls geeignet ist und daher auch niemals nur ein Jota zur Eindämmung der Klimaerwärmung beitragen wird. Und zweitens müssen wir halt mal unsere Hausaufgaben machen und die stehen längst mit rotem Stift im deutschen Klassenbuch. Die von der Kanzlerin und Sigmar Gabriel bestellte Expertenkommission für Forschung und Innovation des Deutschen Bundestages schreibt sachlich fest, das EEG ist weder ein kosteneffizientes Instrument für Klimaschutz, noch scheint es eine messbare Innovationswirkung zu entfalten. Meine Damen und Herren, das war die Energiekommission. Ich meine, das war kein hitzköpfiger Umweltschützer. Und mit dürren Worten steht da weitergeschrieben, das EEG sorgt für nicht mehr Klimaschutz, sondern macht ihn deutlich teurer. Ja, wer soll denn noch sonst was der Kanzlerin erzählen als die? Das heißt doch, meine Damen und Herren, auf mein Alltagsdeutsch übersetzt, das EEG ist wissenschaftlich erwiesener Schwachsinn und Makulatur für unsere Bundesregierung und die Kosten dafür dürfen wir halt übernehmen. Und wen trifft's? Wie immer, die Schwächsten der Gesellschaft. Und damit, meine Damen und Herren, sind die Hausaufgaben für eine wirkliche Stromgemerkt, aber wohlgemerkt, nur für ein Fünftel, der Professor hat es vorhin gesagt, unseres Energiebedarfs vorgegeben. Erstens, Förderung von Forschung und Innovation massiv erhöhen. 15% des Strombedarfs, meine Damen und Herren, wurden bisher von Atomkraftwerken abgedeckt. Was sind denn 15%? Es ist geradezu lächerlich, könnten diese 15% nicht durch Einsparung und Innovation abgedeckt werden. Hierzu aber erklärt die Expertenkommission des Deutschen Bundestages und keine Vernunftkraft und niemand, sondern die festen Einspeisevergütungen des EEG bieten keine Anreize zur Entwicklung neuer Technologien. Da bleibt dann die Spucke weg. Zweitens, das wissen ja die Herrschaften, zweitens, Maßnahmen, die das Energiesparen der Bevölkerung einfordern. Beispiel, das gilt für Sie alle und auch für mich. Noch immer benötigt hierzulande der Gebrauch von Standby-Geräten mit der Kapazität zweier Atomkraftwerke. Kommentar, meine Damen und Herren, überflüssig. Drittens, Energieeffizienz aller industrieller und privater Maschinen und Geräte steigern und gegebenenfalls je nach Verbrauchshöhe einen TÜV unterziehen. Viertens, Abwrackprämien für energieintensive Maschinen und Geräte. Ja, mit den Autos hat das funktioniert.
Für einen alten Schleifer hat man sich dann einen Porsche hinein, der sehr energieeffizient in die Garage gestellt. Aber macht uns mal so. Aber das ist in die Köpfe nicht reinzubringen. Fünftens, als Brückentechnologie für die 40 Jahre müssen aus meiner Sicht, wenn wir von diesem Wahnsinn aufhören, die zuverlässigen und im Vergleich sauberen Gas- und Dampfkraftwerke gebaut werden. Allein in Bayern können 6 Gas- und Dampfkraftwerke alle Atomkraftwerke ersetzen. Es ist doch ein Wahnsinn. Damit würde entfallen jede Notwendigkeit, Windräder und neue Stromstraßen zu bauen. 1 Tonne CO2 einzusparen. Diese Zahl ist aus dem Wirtschaftsministerium, allerdings aus dem Bayerischen. Ist mit Windkraft 5-mal so teuer als mit Dampf oder Gaskraft. Kommentar überflüssig. Die Liste lässt sich unendlich erweitern. Und ergäbe sich von alleine, würde das gestern verkündete Odenwalder Manifest zum Schutz der Menschen, der Natur und der Kulturlandschaften vor falscher Energiepolitik in den Köpfen der Politiker Einzug halten. Ich möchte Ihnen die 7 Hauptforderungen, wo es natürlich Subskriptionen dazu gibt, kurz vorstellen, da diese sich zu 100% auch mit meiner Sicht der Dinge decken. Erstens, Abschaffung des EEG und Rückkehr zum europäischen Emissionshandelssystem. Kein deutscher Sonderweg beim Klimaschutz. Und meine Damen und Herren, zum deutschen Sonderweg muss man sich schon auch mal überlegen. Wieder einmal soll am deutschen Wesen die ganze Welt gewesen. Das haben wir schon ein paar Mal probiert. Das ging jedes Mal gründlich schief. Zweitens, das vollkommen außergeuferte System der planwirtschaftlichen Subventionen, meine Damen und Herren, die DDR hat uns doch das vorgemacht, wie das funktioniert, muss zum Markt zurückgeführt, statt noch einmal ausgebaut zu werden. Drittens, endlich eine ehrliche Darstellung von Kosten, Nutzen und den enormen Risiken der deutschen Energiewende. Viertens, gleiche Genehmigungserfordernisse für Windkraftanlagen wie für andere industrielle Vorhaben. Fünftens, in intakten Waldgebieten wie dem Odenwald sind oder dann eben wie im Rheingau oder und so weiter, sind Windkraftanlagen genauso abzulehnen wie vor bedeutenden Kulissen des kulturellen Erbes. Sechstens, keine Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich. Siebtens, Bau von Windindustrieanlagen ohne Zustimmung der betroffenen Bevölkerung. Das Odenwalder Manifest sollte, meine Damen und Herren, aus meiner Sicht das Manifest jeder deutschen Landschaft werden. Jede BI sollte sich dieses zu eigen machen, dann sprechen wir alle die gleiche Sprache und irgendwann werden sie verstopften Ohren unserer ehrenwerten Gesellschaft vielleicht hören. Aber, meine Damen und Herren, man kann es nicht oft genug wiederholen. Auch dieses Manifest bezieht sich nur auf das genannte Fünftel unseres gesamten Energiebedarfs. Eine Energiewende müsste dringend auch den restlichen 4/5 gelten. Also der Wärme, der Mobilität. Nur fehlt mir, um auch das noch zu besprechen, sonst verlassen Sie gleich den Saal, heute die Zeit. Zeit? Welche allerdings der erste rot-grüne Umweltminister Jürgen Trittin passioniert mit Dosenpfand verblättert hat. Und die sollen wir eben auch nicht vergessen. Wir Deutsche sind die einzigen auf der ganzen Welt, die immer noch dank seiner Kompetenz und Durchsetzungskraft gegen den deutschen Autokanzler als einzige auf dieser Welt mit 200 Stundenkilometer durch die Lande brettern. Und ich weiß es noch wie heute. Die Krönung hoher Trittinscher Kompetenz war voller Klugheit und Weisheit und vom Heiligen Geist erfüllt. Die Energiewende tönte er pfingsthaft, werde den Bürger nicht mehr kosten als eine gute Speise. Einer seiner Amtsnachfolger, Peter Altmaier,
korrigierte das dann so. Jetzt könne er, Peter Altmaier, die Eiskarte rauf und runter essen und es würde immer noch nicht reichen. Und dann, meine Damen und Herren, war plötzlich alles wie ein Märchen von den Gebrüdern Grimm. Ich darf es Ihnen noch vorlesen. Peterchen aß und aß und aß und aß und aß und aß und aß die Eiskarte rauf und runter, runter und rauf, rauf und runter und runter und rauf, bis aus Peterchen ein sehr ansehnlicher Peter wurde. Wundern musste und plötzlich feststellte, aus Jürgens Eiskuchen war ein Billionengeschäft geworden, ja wirklich war ein Billionengeschäft, rief er in entsetzter Bewunderung, als er sah, dass ganz wenige von Jürgens Bürgern ganz reich und ganz viele ganz arm wurden. Und dann ging unser Peter mit tief in den Hosentaschen vergrabenen Fäusten und treu traurig hängendem Kopf ganz verstört zu seiner tapferen Mutti. Die nahmen in ihre Arme, zog ihn liebevoll an ihren schützend warmen Busen und flüsterte ihm zärtlich zu: Peterle, wir schaffen das! Schaffen wir nicht. Und ich weiß da noch einen, der bis vor kurzem ganz genau auch glaubte, dass wir das nicht schaffen. Unser kluger Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, den zu zitieren ich vorhin schon die Ehre hatte. Lassen Sie mich bitte noch zwei markante Merksätze zu unserem Thema aus seiner berühmten Kasseler Rede herausgreifen. Wörtliches Zitat: Die Wahrheit ist, dass wir die Komplexität der Energiewende unterschätzt haben. Zweites Zitat: Die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor dem Scheitern steht. Das dritte Zitat aus dieser Rede kennen Sie schon, allein dessen Sprachkraft lohnt es zu wiederholen. In Europa halten uns sowieso alle für. Ja, endlich! Und dass der Wirtschaftsminister über einen sehr gesunden Menschenverstand verfügt, beweisen folgende Fakten. Erstens, der deutsche Stromverbrauch ist, es langweilt mich mittlerweile noch einmal zu sagen, nur ein Fünftel unseres gemeinsamen Energiebedarfs. Wissen Sie, ich habe nämlich auch so lange gebraucht, bis ich diese Zahlen drauf hatte. Der sich aus 50% Wärme, 30% Mobilität und 20% Strom zusammensetzen. Selbst wenn es möglich wäre, Strom zu 100% emissionsfrei zu gewinnen, wäre dies, wir haben es gerade durchgenommen, kein nennenswerter Beitrag zu einer Energiewende, die diesen Namen verdient. Zweitens, seit der sogenannten Energiewende ist der CO2-Ausstoß, ich weiß nicht, ich war nicht dauernd da, ob es der Professor gesagt hat, nicht gesunken. Und kann und wird auch nicht sinken, selbst bei der flächendeckend mit WKAs und Solarmodulen zugenagelten Republik, wegen der immer größer werdenden Versorgungslücken durch Zappelstrom, die nicht weiter sinken. Der Professor Ahlborn ist dafür der beste Mann, wer Zahlen braucht, bitte bei ihm holen. Herr Schuster. Während der auftretenden, nicht zu glättenden Lücken muss Deutschland heute schon regelmäßig
auf französischen und technischen Atomstrom zurückgreifen, was in den öffentlichen Diskussionen von den grünen Politikern und den Naturverträglichkeitsprüfern geflissentlich ausgelassen wird. Von dem Jahr 2013 auf 2014 ist in Deutschland der Importüberschuss von Frankreichs Atomstrom sogar gestiegen. Drittens, im Jahr 2015 deckten 30.000 Windkraftanlagen ganze 1,6% unseres Energiebedarfs. Würden nur 5% unseres Energiebedarfs durch Windkraft gedeckt, müssten in Deutschland, das heißt von Aachen bis Görlitz und von Berchtesgaden bis Glückstadt, alle 8 Kilometer ein Windindustriegebiet von 10 Anlagen stehen. Damit hätten wir dann immerhin 5% statt 1,6 unseres Energiebedarfs gedeckt. Deutschland einig Windbauerland. Drittens, das Fraunhofer-Institut, das ist grauenhaft, erklärt den utopisch grünen Traum, Strom zu 100% aus erneuerbarer Energie zu gewinnen, als machbar. Liest und rechnet man dessen Machbarkeitsanalysen aufmerksam durch, wird dann Deutschland mit 80.000 Windkraftanlagen vernagelt zur größten Windenergiefabrik der Welt. Erhält eine Solarfläche so groß wie das Saarland und eine Maisfläche von der halben Größe Hessens. Jawohl, Herr Wirtschaftsminister, Sie haben recht, die Komplexität dieser Angelegenheit wird unterschätzt. Ach ja, und wie viel Stahl, Kupfer, Beton und seltene Erden aus grüner Sicht für die bundesrepublikanische Windfabrik und die saarlandgroßen Solarfelder herhalten müssen und wie viel Diesel die Traktoren, wie heißt es so schön, umweltverträglich auf dem Maisfeld Südhessen verbrauchen dürfen, das alles werden uns sicher die grünen Umweltmanager und die Naturverträglichkeitsprüfer vom BUND zu erklären wissen. Aber eins ist klar, meine Damen und Herren, das ist mal ein anständiger ökologischer Fußabdruck, der dem Bulldozer-Format der Damen und Herren Lemke und Lindscheid und Al-Wazir, Kretschmann und Weiger entspricht. Viertens, mit 100% aus Energie gewonnenem Strom ist zwar Deutschland außerhalb der Großstädte nicht mehr bewohnbar, dafür aber bleiben immerhin, Sie könnten, meine Damen und Herren, jetzt endlich mal mitkampieren, noch die berühmten 4/5 unseres Energiebedarfs unangefasst. Und fünftens, jetzt kommt's überhaupt so wunderbar. Je mehr ich weiß und mich in unser Thema hereinarbeite, treibt mich noch eine sehr grundsätzliche, vielleicht sautumme Frage. Geht es eigentlich in Deutschland noch darum, Strom zu produzieren? Wenn ja, dann bräuchte man doch nur einen fixen Fördersatz pro Kilowattstunde. Dann müssen sich doch nach meiner schlichten Musikerdenkweise die besseren Standorte automatisch besser und die schlechten automatisch schlecht rechnen. Tatsächlich werden die schlechten Standorte aber besonders hoch subventioniert mit ihrem Geld. Das heißt, es gibt für eine unter schlechten Windbedingungen produzierte Kilowattstunde mehr Vergütung als für eine unter guten Windbedingungen. Diese aberwitzig verstehe der Will-Systematik soll auch jetzt im Frühjahr 2016 in das neue EEG überführt und verstärkt werden. Also nochmal, an windschwachen Standorten wird es dann bis zu 10 Cent, das ist der dreifache Marktpreis, mehr Vergütung geben als bei den anderen, bei denen wo Wind weht. Jawohl, Herr Wirtschaftsminister, Sie haben recht, die anderen in Europa müssen uns für Bekloppte halten. Und ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass Sie wirklich nicht alles wissen können, was sich in Ihren Ministerien so ausgedacht wird. Sollten auch sonst die anderen 4 Punkte belegen, dass Sie über den durch Ihre oben zitierten Thesen tatsächlich gesunden Menschenverstand verfügen. Übrigens fand sich in der FAZ ein sicher sehr hilfreicher Leserbrief für die genialen Erfinder dieses wirtschaftsministerialen Schildbürgerstreiks.
Leider ist mir der Name des Verfassers abhanden gekommen. Was ein Gutenberg am Verlesen veränderter Texte tun ließ nicht, da fragen Sie. Darf aber trotzdem zitieren. Es wäre günstiger, steht in diesem Leserbrief, Windmühlen an Orten aufzustellen, an denen es überhaupt keinen Wind gibt. Und den Betreibern eine kräftige Marge aus dem BEG-Ertrag zu überweisen. Das sparte zumindest die ewigen Rettungsmaßnahmen fürs Stromnetz, das durch den Zappelstrom, etwa durch unberechenbare Windböen und wechselnde Windstärke sowieso ständig am Absturz vorbeischaut. Deutschland leistet sich aus rein ideologischen Gründen eine extrem teure zweite Stromproduktion, die dazu völlig nutzlos ist. Das haben wir ja vorhin alles aus berufenen Munden als von mir gehört. Weiter in dem Brief, die Werte der Aufklärung, ja das stimmt, wie Vernunft, Ratio und Logik, sind hier einfach über Bord geworfen und werden ersetzt durch naiven Aberglauben, völlige Unkenntnis über die Funktionsweise eines komplexen Stromnetzes und dessen Physik sowie eine komplette Ausblendung von Naturgesetzen. Ende des Zitates, aber dürfen wir glauben, es ist ein echtes Zitat. So. Lieber Gott, jetzt habe ich auch noch mein Zeug gebracht. Jawohl, Herr Gabriel hat recht. Wenn das alles so ist, wie eben vorgetragen, dann muss diese Energiewende vor dem Scheitern stehen. Und nachdem diesem Minister doch so viele überzeugende Argumente zur Verfügung stehen, die aber in seiner Regierung sonst keiner mit ihm teilt und überhaupt sehr vieles an ihm vorübergeht, meine ich, sollte er vielleicht diese Regierung verlassen, denn Glaubwürdigkeit sollte doch eigentlich, das gilt für fast alle, die gerade dran sind, mehr Wert haben als Macht, die entweder nichts oder Falsches zu bewegen weiß. Und wenn wir schon von Glaubwürdigkeit reden, habe ich gerade letzte Woche erfahren, dass weder der BUND noch der NABU trotz dringlicher Anfragen Stellen zu dem eben ausführlich behandelten Rainer-Ex-Skandal im Odenwald bezogen haben. Oder genügt etwa den Verbänden das vor 4 Jahren veröffentlichte Statement eines für den Odenwald zuständigen BUND-Obmanns, ich zitiere wörtlich, aus naturschutzfachlicher Sicht gibt es keine Begründung, den Odenwald von Windrädern freizuhalten. Eine interessante Äußerung, aber ein noch furchtbareres Wort. Naturschutzfachlich. Verehrte Zuschauer, erinnern wir uns endlich wieder bitte des klassischen Naturschutzes. Und lassen Sie uns die Natur um ihrer selbst willen verteidigen. Und vor allem müssen wir sie vor diesen unseligen Naturschutzfachleuten verteidigen. Von Winden. Wind- und Solarindustriellen in Auftrag gegebene Naturverträglichkeitsgutachten sind von vornherein eine Contradictio in se oder genauer ein orwellscher Neusprech der verlogensten Sorte. Windkraft- und Solaranlagen sind niemals naturverträglich und können sich daher niemals auf Naturverträglichkeit prüfen lassen. Meine Damen und Herren, wenn einmal der Blinddarm rausgenommen worden ist, braucht man ihn nicht zu suchen. Windkraft und Solaranlagen schaffen sui generis Industriestandorte und zu zerstören dort, wo sie stehen, so vorhanden Natur und Landschaft. Das ist die Wahrheit, nicht mehr und nicht weniger. Und wer das bestreitet, ist entweder unintelligent, verlogen oder gekauft. Ehrenwert in jedem Fall. Meine Damen und Herren, die Zeit ist fortgeschritten.
Und ich muss in diesem Kreis sicher nicht mehr die horrenden Fledermaus- und Vogelmordzahlen durch Windräder erzählen. Die Zahlen sind bekannt, erschütternd und beängstigend und gestützt durch staatliche Vogelmachten. Nur so viel. Mein ehemaliger BUND-Vorstandskollege Weiger erklärte mir dazu schriftlich, im Straßenverkehr würden mehr Vögel getötet als durch Windräder. Meine Damen und Herren, hat einer von Ihnen schon mal einen Uhu überfahren oder einen Schwarzstorch oder einen roten Pilar und so weiter? Dieser Brief verschlug mir die Sprache und der Text schwamm mir vor Augen. So viele miserable Missachtung von der eigenen Philosophie hätten nicht einmal Weigers schärfste Kritiker für möglich gehalten. Selbst wenn das so wäre, was dieser kluge Professor da erzählt, mit der Gegenrechnung der gigantischen Zahlen toter Tiere hat sich unser erster Arten- und Naturschützer Deutschlands für immer die grüne Larve höchst selbst vom Gesicht gerissen und außerdem mit fast kollegialer Geste den kriminellen Vogelfängern Südeuropas eine carte blanche aus erster Hand verschafft. Jawohl. Meine Damen und Herren, hätte einmal einer vor Weigers schweren Windwahn erkannt und zu ihm kommen sollen. Meine Damen und Herren, wir haben vor 45 Jahren um die Verlegung einer Autobahntrasse wegen einer kleinen Blaukehlchenpopulation bis zum Umfallen gekämpft. Heute werden See- und Scheidarter, Störche, Eulen, Uhus, rote und schwarze Milane, ganze Zugvögelzüge von den Geschütztesten der Geschützten, nüchtern in Natur, im deutschen Naturschutz, unter Kollateralschäden abgeheftet. Und ich versuche immer noch verzweifelt die Barrikaden, auf denen wenigstens einmal eine BUND-Führungspersönlichkeit und vielleicht einer von den Vertretern der Landesforsten stehen würde und die Schweinereien zerstörter Bruthorste und Nistplätze vergifteter, strengst geschützter Vögel rund um die geplante Windindustriestandorten anprangern und wenigstens einmal diese Schweinerei öffentlich mit unserer ehrenwerten Gesellschaft in Verbindung bringen. Sind tatsächlich die verwüsteten Horste, die vergifteten Greifvögel, die gefällten Brutbäume, wie wir Musiker sagen, ein Mysterioso, ein an übernatürliche Wunder grenzendes Phänomen, schier flächendeckend durch die ganze Republik und immer zu der gleichen Zeit? Auch die berühmten Traumforsten der Grafen Hatzfeld, und ich erzähle Ihnen jetzt von diesem Grafen, als Vertreter leider vieler Großgrundbesitzer. Auch die Forsten des Grafen Hatzfeld blieben nicht von diesem Phänomen verschont. Auch dort finden sich plötzlich und unerwartet zerstörte Schwarzstorch- und Rotmilan-Brutstätten. Und welch unglaublicher Zufall! Just in der Planungsphase der Monsterräder für gräflich Hatzfeldchen Grund und Boden. Aber selbstverständlich sind wir alle angehalten, der Unschuldsvermutung anzuhängen und werden auch weiter mit kindlichem Staunen an, wenn auch traurige Wunder glauben. Hat nicht erst eine SWR-Dokumentation voller Lob über die sogenannten Waldgrafen Hatzfeld und deren größten und professionellst geführten Forstbetrieb von ganz Rheinland-Pfalz berichtet? Nur Bestes, versteht sich. Vielleicht haben die Grafen wirklich auch diese Straftaten nicht bemerkt. Und natürlich schon gleich gar nicht begangen, der Bestie begehen. Aber andererseits, die Grafen müssten vielleicht schon wissen, was in ihrem berühmten Wald, in ihrem Dauerwald, wie sie ihn nennen, so geschieht. Dauerwald heißt der gräfliche Forst nach den Worten seines selbstbewussten Betriebsleiters Schraubinger. Alles im
weil dort, weil dort dauernd gepflegt, dauernd Holz gemacht, dauernd gejagt und dauernd Geld verdient wird. O-Ton im SWR. Also, natürlich haben wir alle schon von Brutfreveln an streng geschützten Störchen und Greifen durch Dauerwäldler gehört. Aber bei den Hatzfelds, Gott bewahre, der Familienchef, Graf Hermann ist ja schon zu Lebzeiten als Ökograf in die Geschichte eingegangen und beteuert auch erwartungsgemäß in der SWR-Sendung, die Hatzfelds seien weder Windkraftbetreiber noch Investoren, sondern stellten nur ihre Flächen zur Verfügung. Er ist da in bester Gesellschaft, das erzählen die Kirchen auch immer. Aber vielleicht sollte man dem Ökografen einmal vorsichtig bei einem Glas Rotwein aufklären. Vielleicht weiß er gar nicht, dass er durch seine gute Klimatat mit insgesamt 18 Windrädern, hochgerechnet auf den Ertrag der großherzig zur Verfügung gestellten Flächen, noch nie vor und noch nie nachher in seinem Leben so viel Geld so leicht Dauer verdient zu haben. Aber vielleicht sollte man ihm und den Kirchen das auch sagen, sein Dauerwald verdient dann dauernd mit Stromgeld und Steuern von unzähligen kleinen Leuten, die nicht so viel Geld Dauer verdienen können und dass die kleinen Leute eigentlich ganz groß sind. Jedenfalls die, die gegen die Verschandelung ihrer Heimat so tapfer kämpfen wie sie alle und sich damit gegen einen verheerenden Zeitgeist stemmen. Graf Hermann hat in der besagten Fernsehsendung auch gesagt, dass er sich selbstverständlich nicht gegen den Willen der Bevölkerung die Windräder aufsteigen lassen wird. Naja, er weiß demnach immerhin, dass sein großer Besitz auch der Besitz der Herzen der Menschen in seinem Land ist. Die Heimat von diesen Menschen, deren Schönheit und Poesie die gräfliche Familie verwaltet. Wenn das so ist und die schlimmen Wunder Wunder bleiben und der Graf wirklich nicht gegen die Bevölkerung entscheidet, genügte doch eigentlich eine Presseerklärung der gräflichen Familie, dass bekanntlich keiner ihn zwingen kann, diese Ungetüme in ihren Besitz hineinzubetonieren. Und oh, es war natürlich in diesem Zusammenhang ein dummer Fehler der gräflichen Verwaltung, gerade im Jahr 12 bis 15 richtig viele Altbaumbestände im Rohr, in ihren Revieren mit potenziellen und bekannten Horstbäumen für Rotmilan und Schwarzstorch zu fällen. Ein dummer Fehler, weil ja die Artenschützer auch offene Ohren und Augen haben und die Bürgerinitiativen auch. Und so sind wir uns ganz sicher, trotz dieser Fehler und der mysteriösen Zufälle, dass sich der Graf Hatzfeld als Großgrundbesitzer und Chef einer großen Familie und einer bedeutenden Familie des alten Europas gerade auf die Werte besinnt. Und ich hoffe, dass für viele dieser Familien auch, die jahrhundertelang deren Untertanen von ihnen erhofft und in der Regel auch erwartet hätten. Das Grundgesetz formuliert hierzu im Artikel 14 Ziffer 2 eindeutig und Sie erlauben, dass ich zitiere, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Diese beiden Sätze, meine Damen und Herren, wurden und werden immer wieder von der Politik neu bewertet, einmal nach links, einmal nach rechts interpretiert. Allerdings, Eigentum so mit Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer zu belasten, dass am Ende dessen Erhalt in Frage gestellt wird, ist ebenso Unrecht, beziehungsweise das andere ist viel schlimmer, wie Eigentum mit dem Geld anderer Leute, kleiner Leute, wie im Falle unserer Grafen, zu vermehren. Das rheinland-pfälzische Rot-Grün bedient sich beider Handhabungen. Wie das zusammengeht, verstehe werde. Die Hatzfelds werden sich zu entscheiden wissen und mit ihnen für viele andere Fürsten, Grafen und Baronen. Sie müssen sich entscheiden und in meinen Kopf will diese Logik nicht hinein,
schon gleich nicht diese verlogene Ideologie, die dies alles zulässt und auch noch zynisch gewinnt. Meine Damen und Herren, wir werden nicht lange warten, bis dieses soziale Unrecht derzeit Mächtige aus ihren Ämtern hoffentlich jagt und Wahlen in Deutschland gravierend beeinflussen wird. Und ich bin mir sicher, wenn wir dann... tatsächlich auf Hartz, Fetschen und Besitz oder anderswo. Solche Ungetüme. Sie wären keine Warnzeichen einer grünen Energiewende, sondern Warnzeichen einer verblendeten Zeit. Und ich bin mir weiter sicher, aus diesen errichteten Schampranger wird sich kein Grundbesitzer, kein Bauer, kein Graf mehr herausstellen können. Meine Damen und Herren, schnelles, auf schlechten Weg verdientes Geld, im wahrsten Sinne des Wortes windiges Geld, hat immer noch zurückgeschlagen. Das ist für Sie und mich kein Trost, aber es ist vielleicht für die besitzenden Familien eine sehr ernste Warnung. Meine Damen und Herren, die heutige Veranstaltung findet statt in einer höchst gefährdeten, international gefährdeten, politisch weiß Gott unsicheren Zeit, die generell von uns allen viel Mut erfordert, innen- wie außenpolitisch optimistisch in die Zukunft zu schauen. Und es ist unbestritten, dass Europa mit dem Flüchtlingsproblem aus dem Nahen Osten, aber nicht nur mit diesem, eine Jahrhundertaufgabe zu lösen hat. Daher könnte manch einer fragen, ja, haben denn die nichts Besseres zu tun, als sich wegen ein paar geschützter Vögel und irgendwelcher Windräder in der Landschaft aufzuregen? Sieht man sich im Rheingau als den Nabel der Welt? Kann ja sein. Aber, meine Damen und Herren, wir haben tatsächlich nichts Besseres zu tun. Und warum das so ist, habe ich versucht darzulegen. Nur einen letzten Gedanken noch, der mich umtreibt, auch im Kontext dieser politisch schweren Zeit, und am Ende einer sicher viel zu langen Rede. Und zwar in meinem Vortrag vom Orwellschen Neusprech die Rede. Zu diesem Begriff findet sich in Wikipedia unter anderem folgender Eintrag. Ich zitiere. Neusprech bezeichnet die vom herrschenden Regime vorgeschriebene, künstlich veränderte Sprache. Das Ziel dieser Sprachpolitik ist, die Kommunikation des Volkes in enge, kontrollierte Bahnen zu lenken. Durch die neue Sprache bzw. Sprachregelung soll die Bevölkerung so manipuliert werden, dass sie nicht einmal an Aufstand denken kann, weil ihr die Worte dazu fehlen. Das Dritte Reich, meine Damen und Herren, war das deutsche Neusprech-Dorado schlechthin. Die Neusprechbegriffe der Machthaber dieser Zeit lassen auch heute wieder und immer noch und Gott sei Dank sofort erschauern. Und mich lässt erschauern, dass sich der faschistoide Umgang, und ich wiederhole, und wenn noch so viel Presse hier sitzt, der faschistoide Umgang mit unserer Sprache längst wieder in unseren Alltag eingeschlichen hat. Das, meine Damen und Herren, macht mir gerade in der jetzigen politischen Großwetterlage die meiste Angst. Putin macht es uns schon lange vor. Wie schnell ist nur das Wort Demokratie in seinem Mund zu einem grauslichen Orwell-Neusprech mutiert. Die suggestive Verlogenheit aber der Sprache unserer ehrenwerten Gesellschaft in unserem Jahrtausend steht der vor 80 Jahren und nicht viel nach. Unsere Windkraftideologen
spielen jedenfalls in dieser Disziplin in der Champions League. Deshalb bleibt bitte für jeden Einzelnen von Ihnen bei jeder Diskussion erstmal den Neusprech zu entlarven, dessen sich die ehrenwerten Energiewender so redegewandt bedienen. Diesen leider sehr fortgeschrittenen Anfängen müssen wir uns um Gottes Willen mit aller Kraft erwehren. Ökostrom. Schon an diesem Wort möchte man ersticken, ja um Himmels Willen. Kann denn Ökostrom, Grünstrom, tatsächlich über gerodete Wälder, über Vogel- und Fledermausmord und über die Zerstörung ganzer ökologischer Kreisläufe und Heimaten dort, der dortigen Menschen gewonnen werden? Was alles muss erst einmal sterben und ruiniert werden, um dann ein bisschen Strom zu gewinnen? Und gleich ein weiteres geschändetes Wort, barbarisch missbrauchtes Wort, die Parks. Im hergebrachten Sinn des Wortes waren das die zauberhaften Landschaftsgärten des Spätrokoko, deren Anmut und gestaltete Schönheit der Seele wie dem Körper innere und äußere Erholung schenken sollten. Selbst die jämmerlichsten Stadtparks blieben, wenn auch zuweilen in beklagenswerter Schrumpfstufe, diesem Ideal verpflichtet. So zählten denn auch die Naturparks zu den rühmenswertesten Einrichtungen des Staates, für die wir Naturschützer, bevor uns die Naturverträglichkeitsprüfer das geliebte Handwerk legten, zeitlebens kämpften und die uns ein wenig und ihnen Heimat und Identität sicherten. Und Begriffe wie Atompark, Windpark und Solarpark treffen einen wie Keulenhiebe. Eine Sprachverwirrung schlimmster Art ist hier am Buchern. Von Babylon bis Hitler wissen wir, welch grauenhafte Gefahren mit solchen Sprachen und Manipulationen einhergehen. Naturverträglichkeitsprüfung, Windhöfigkeit, Energiewende, alle diese Worte sprechen hoch. Aber jetzt, meine Damen und Herren, atmen Sie einmal ganz tief durch. Entspannen Sie sich, um den gewissenslosesten und schmutzigsten Neusprech ein Jahrhundertunwertwort zu ertragen. Es gibt frisch gegründet das, jetzt hört bitte genau zu, das Aktionsbündnis Artenschutz durch Erneuerbare. Und zu diesem Aktionsbündnis Artenschutz haben sich 70 Windenergiegesellschaften zusammengeschlossen. Diese Gesellschaften rufen auf Naturschutzverbände, die aus Artenschutzgründen Windräder verhindern, zu boykottieren. Nicht nur die Naturschutzinitiative des tapferen Harry Neumann in Rheinland-Pfalz oder den Verein für Arten- und Landschaftsschutz in Bayern, dessen Ehrenpräsident zu sein ich die Ehre habe, sondern man höre und staune auch den NABU, der nicht gerade als einer der sensibelsten Windkraftgegner bekannt ist und ohnehin nur da, wo er unbedingt muss, die Stimmen zum Artenschutz erhebt. Gegen den BUND haben sich die 70 ehrenwerten Gesellschaften bisher nicht erklärt. Ja, es verschlägt Atem und Sprache. Und schließlich hören Sie noch den niederträchtigsten Neusprech, den kann ich Ihnen nicht ersparen, bei denen es mir schon beim Lesen schlecht wird, aber ich verspreche Ihnen, es ist jetzt das letzte Zitat. Ich zitiere. Das Bekenntnis zur Schönheit einer Landschaft und deren Schutzwürdigkeit ist Voraussetzung für einen wirkungsvollen, ganzheitlichen und auch emotionalen Naturschutz. Zweites Zitat von dem gleichen Mann. Wir müssen heute mehr denn je mit der Schönheit gegen die Hässlichkeit kämpfen. Werden wir auch bald ins Museum gehen, um schöne Landschaften zu betrachten? Drittes Zitat. Eigentlich sind die Wurzeln des Naturschutzes im Landschaftsschutz zu suchen. Viertes Zitat. Auch werden Naturzerstörungen nun genau bilanziert und berechnet. Mit diesen Mitteln und Begriffen werden mittlerweile auch Straßen, Atomkraftwerke oder Flächenverbrauch
nachhaltig und mit komplexen Zahlenspielereien und sogenannten Ausgleichsmaßnahmen schön gerechnet. Ende der Zitate. Diese guten, diese schönen, diese richtigen Worte sind aus dem Vorwort zu dem hinreißend schönen Buch Bilder meiner Landschaft von Klaus Arpter. Sätze aus der Feder des ersten Naturschutzverträglichkeitsprüfer der Nation. Sein Name Hubert Weiger. Und ja, ein letztes Mal. For Weiger is an honorable man and are they all, and so are they all, all honorable men. Ich bin am Ende, meine lieben Zuhörer, nicht nur mit meiner Rede. Die Trauer und die Angst um unser liebenswertes Land, die Trauer und die Angst um die Menschen, die um ihre Heimat weinen, die Trauer und die Angst um die Jugend, der so viel Kultur und Skrupelloses, so viel zynisch Verlogenes von so vielen Politikern und Umweltverträglichkeitsmanagern Tag für Tag vorgelebt wird. Diese Trauer besetzt jedenfalls mir Seele und Geist und nimmt mir die Freude, in diesem Land zu leben. Diese Trauer teilt mit uns der große zeitgenössische Dichter Bodo Strauß. Noch spärlicher an der Zahl als stille Leser von Gedichten sind diejenigen, die sich vor Schmerz krümmen, wenn sie sehen, wie mitten im Frieden eine vom Dichter besungene Landschaft verheert vor ihnen liegt. So gemein und hochmütig, so um sich greifend und im Unmaß aufragend, Horizonte sperrend, rücksichtsloser als Feuersbrunst, Rodung, Industrialisierung zusammen. Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre lange Geduld.